Ich habe jetzt hier einen Überraschungsgast. Ich muss gestehen, ich kenne die Dame nicht, aber sie hat uns offensichtlich ein bisschen Insiderwissen aus der großen Wirtschaft mitzuteilen. Und vielleicht stellst du dich einfach mal vor und nimmst das Mikro ganz nah an den Mund. Also ich mache das zum allerersten Mal, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich bin die Tochter des Gründers der Deutschen Anlagenleasing, welches die größte Leasing Europas war. Mittlerweile gehört sie der Commerzbank. Ich weiß aufgrund der Geschichte meiner Familie, wie diese Leute agieren. Ich weiß, wie sie es machen, was sie machen und warum sie es machen vor allen Dingen. Ja, würdest du uns ganz kurz beschreiben, was mit dem Unternehmen deines Vaters geschehen ist? Also mein Vater hat das Spiel wohl mitgespielt als Strohmann, so vermute ich, weil er hat die Leasing-Idee aus Venezuela mitgebracht, nachdem er bei Standard Oil gearbeitet hat, Rockefeller. Und er kam hierher, hat bei der Deutschen Bank diese Idee vorgeführt, die hat ihn abgezockt und hat die Deutsche Leasing gegründet. Daraufhin hat er mit Hilfe des ehemaligen Bundesbankpräsidenten Pöhl, ja, der jetzt, nein, im Moment ist er nicht bei den Bilderbergern, denn er ist tot, er war bei den Bilderbergern, ja, der hat ihm meinem Vater geholfen, dass er die DHL aufbauen konnte. Ja, und was ist dann mit der DHL geschehen? Was ist passiert? Wie ist es vor allen Dingen passiert und wie lief das Ganze ab? Mein Vater ist natürlich, das ist eigentlich, denke ich, recht normal, irgendwann in die Steuerhinterziehungsschiene gekommen und hat das deutsche Volk einfach mal so um 10 Millionen D-Mark damals, was allerdings nur 5 Millionen Euro ist, beschissen. Und auch nicht unbedingt nur das deutsche Volk, sondern meistens eben die Reichen. Und das hat denen wohl irgendwie nicht mehr so gepasst. Und daraufhin wurde er dann verurteilt, hat dann 2,5 Jahre gekriegt, ist 9 Monate Urhaft, der Rest auf Halbstrafe im Freigängerhaus wieder rausgekommen. Mit 10 Millionen D-Mark, die dann in Amerika verschollen sind. Nachzulesen übrigens unter Eberhard Kühl Leasing, kann jeder recherchieren. Genau. Spiegel und Wirtschaftswoche hat das damals gebracht. Du hattest mir ganz kurz hier hinter der Bühne erzählt, wie die Medien damit umgegangen sind. Wo was zu lesen ist, wo was nicht zu lesen ist. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrungen uns mitteilen. Ja, also meine Erfahrung persönlich ist ganz einfach die, dass mein Vater nie wollte, dass also seine zweite Ehefrau plus Kinder, ich bin die Erstgeborene, überhaupt nur irgendwann irgendwo irgendetwas sagt. Seit über 30 Jahren funktioniert es so, dass die Presse immer so tut, als wenn, naja, jetzt ist 10 Jahre vergangen, ist alt, ist 20 Jahre vergangen, ist alt. Ja, aber die Sache ist nicht alt, denn sie ist nur einfach unter den Tisch gefallen. Und das ist so passiert, dass die Leute zu uns kamen, zu meiner Mutter, meiner Schwester und mir, und haben gefragt, was ist denn nun? Und wir wollten reden und dann waren die eine halbe Stunde bei meinem Vater drin und danach war Zapfen, war nichts mehr. Danach wollten sie nichts mehr wissen. Oder die Journalisten sind irgendwo in die Pampa versetzt worden, zum Beispiel in Mainz, ja, von der Mainzer Zeitung. Die wollten zwar, aber sie durften nicht. Darf ich nochmal fragen, wer DHL ist? DAL, Deutsche Anlagen Leasing. Und was haben die gemacht dann? Leasing ist, also ja, jeder kennt eigentlich Leasing, oder? Ja, und diese Idee kam mit meinem Vater damals aus Venezuela, aus Caracas, was allerdings, fand ich später raus, auch eine Lüge ist. Denn das englische Königshaus hat John Balmoral geleast. Also war wohl nichts mit Idee, die er mitgebracht hat. Also gehe ich davon aus, dass es ein Strohmann war, dass der Herr Rockefeller und Co., dass sie dem das unter die Nase gehalten haben. Er hat gedacht, das ist eine tolle Idee und dann hat er halt dementsprechend gemacht hier. Und irgendwann ist er in Ungnade gefallen. Das nehme ich an, weil wie gesagt, er hat ja mit der DHL und allgemein halt mit seinen Aktionen eben die Reichen abgezockt. Zum Beispiel die Nachfolgefirma, eine kleine, Capital & Holding, da war der Herr Rummenigge, der Geier, den er abgezockt hat. Und dann ein andermal war ich bei so einem Schneeballsystem und da sagte einer, oh Scheiße, dein Vater hat mir 100.000 Euro, D-Mark damals, hat er mich abgezockt. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, wenn er die Verbrecher abzockt, soll es mir recht sein. Ja, ich bin ziemlich sprachlos. Ich suche gerade nach einer neuen Frage. Aber nochmal zu dem Thema mit den Medien. Die haben euch befragt und die haben deinen Vater befragt. So, und was haben sie dann veröffentlicht? Nur die Sachen über meinen Vater. Denn wir durften nie existieren. Wir sind nicht existent. Also meine Mutter, meine Schwester und ich darf es im Leben des Gründers der Deutschen Anlagenleasing einfach nicht geben.
Ja gut, das ist eine persönliche Geschichte, ist natürlich traurig. Mich interessiert eigentlich viel mehr diese, du sagtest auf Rockefellers Gnaden irgendwie die Idee, du meinst, er wäre ein Strohmann gewesen. Was macht er denn heute, dein Vater, und wie ist es ihm ergangen? Verstorben 2009 in Florida, wo er noch eine neue Firma hatte, nachdem er eben mit diesen 10 Millionen D-Mark abgedüst ist. Aha. Und wie urteilst du über diese ganzen Vorkommnisse? Ich weiß, dass es Kriminelle sind. Ja, wer ist kriminell? Alles, was ab einem gewissen, sagen wir mal, wenn man eine Pyramide sieht, wenn man eine Pyramide sieht, sagen wir mal, ab einer gewissen Höhe, ist keiner von denen nicht kriminell. Ja. Darf ich das mit dem Sharping sagen? Und, ja, du darfst gleich was zum Sharping sagen. Ja, wir haben alle große Ohren, wird ja auch aufgezeichnet. Aber unabhängig davon, du sagtest, ab einer gewissen Höhe sind sie irgendwie alle kriminell. Wie ließe sich das deiner Meinung nach verhindern? Oh, verhindern. Dazu sage ich Ihnen ehrlich, ich denke, das deutsche Volk sollte einfach mal streiken. Streiken, einfach streiken. Macht einfach das Spiel nicht mehr mit. Kurz und bündig. Kein rechts, kein links, nur noch oben. Und oben sind die, die weg müssen. Unbedingt. Ja. Ja. Der Herr Sharping war ein kleiner Beamter in Lahnstein. Hat die Akte von meiner Mutter, von meinem Vater bekommen. Unsere Privatakte. Konnte sie nicht weiterreichen, weil ist ja zu doof gewesen dafür, der Mann. Ja. Hat sie zurückgegeben, hat gesagt, kann ich nichts tun. Glaube ich nicht. Hat sie wahrscheinlich weitergereicht. Anweisung, ich kann nichts tun. Denn danach wurde er dann Minister. Kein Schwein kannte den Mann. Tja, und wir lernen daraus, dass diejenigen, die Politik darstellen, ja auch mächtige Unterstützer brauchen, denen sie möglicherweise Rechenschaft schuldig sind. Ansonsten würden die niemals auf diesen Stuhl kommen. Kannst du das bestätigen? Ja, klar. Auf alle Fälle ist das Kungelwirtschaft. Der Herr Sharping hat wahrscheinlich mit dieser Akte das Beste in seinem ganzen Leben in die Hand gekriegt. Ja, ich kenne ja auch jemanden, der hat mal Akten verwaltet. Im Moment ist er Bundespräsident und hat keine Lust auf ein zweites Mal. Das ist ja auch bezeichnend, ne? Wenn man da im Internet mal liest, welche Akten da ungelesen quasi an andere Geheimdienste ausgehändigt wurden. Und dann war erstmal jahrelang Ruhe. Und damit hat man sich qualifiziert, möglicherweise auch für ein Bundespräsidentenamt. Also jeder ist aufgefordert, selbst zu recherchieren und selbst zu denken. Zu den Briefkastendingern möchte ich noch was sagen. Es gibt übrigens, solltet ihr alle wissen, noch eine andere Möglichkeit, wie man schön Geld verschwinden lassen kann. Und zwar über Stiftungen. Und so habe ich mein Erbe verloren. Ganz easy. Ja, so machen das die Reichen. Und das ist ja auch aktuell, ne, mit diesen Stiftungen und auch mit diesen Steueroasen, Panama Papers sei genannt. Ich habe jetzt gehört, dass das natürlich auch eine gefakte Sache war, weil komischerweise von vielen, vielen tausend Datensätzen irgendwie überhaupt gar kein US-Amerikaner dort in Panama tätig gewesen sein soll, was ja schon ein bisschen merkwürdig ist. Und nachdem jetzt Panama seinen Ruf verloren hat durch diese Whistleblower, wie auch immer, freuen sich jetzt US-amerikanische Steueroasen und Länder über massiven Geldzufluss. Das heißt, solange es überhaupt auf dieser Welt noch solche Möglichkeiten gibt, Steueroasen oder wie auch immer, dann werden wir alle gegeneinander ausgespielt und das Kapital geht halt dorthin, wo es am wenigsten besteuert wird. Ich will dazu sagen, ich habe vorhin die Free 21 verteilt, aber wir haben irgendwie nur noch, weiß nicht, 20 Exemplare im Auto. Morgen bringe ich noch welche mit und da ist ein fantastischer Artikel dazu. Jeder Artikel ist super, super gut. Also meine Empfehlung, bestellt bei free21.org diese Zeitung 50er Pack, 15er Packs für, weiß ich nicht, 15 Euro und verteilt die bei euren Leuten. Das ist der beste Journalismus aller Zeiten. Und da ist das eben sehr, sehr gut beschrieben, dass die dafür gesorgt haben, dass alle Steueroasen auch in Europa auffliegen und alles nach Amerika gezogen sind und jetzt sämtliche Milliardärsgelder, Millionärsgelder sozusagen unter ihrer Kontrolle haben. Also es ist unglaublich mal wieder. Mein Vater hat eine Stiftung gemacht, wo wir seit Jahren versuchen rauszukriegen, was ihr Wert ist, was ihr Name ist und was ihr Sinn ist.
Es ist unmöglich. Es geht nicht. Nicht einmal mit Tausenden, die wir als Hilfe bekommen haben von Freunden, die auch der Meinung sind, dass das ein linkes Ding war. Es ist unmöglich rauszukriegen. Keine Ahnung warum. Genau, und so eine Stiftung überlebt halt, selbst wenn der Mensch nicht überlebt, ne, und folgt im Prinzip der, wie nennt sich das, die Stiftung hat so eine Art Agenda, wofür das Geld ausgegeben wird und so weiter, ist natürlich alles geheim. So, ich guck mal hier rüber auf den LKW, wie schaut es denn aus mit der, dauert es noch ein bisschen, Mikes, oder seid ihr soweit? 5 Minuten? Okay, dann können wir hier uns noch ein kleines bisschen unterhalten, auf jeden Fall. Wer will, kann auch hier noch was einwerfen. Na, wir machen jetzt eine Lückenfüllung. Ich möchte ganz gerne was einwerfen. Ich habe noch ein kurzes Anliegen, und zwar haben wir das ganz vergessen. An meinem Auto gibt es Kreidemalstifte. Wer Lust hat, kann mein komplettes Auto bemalen mit friedlichen Botschaften. Da ist genügend Fläche drauf. Wir haben ungefähr 8 Stifte. Bitte kommt zu meinem Auto und malt meine Karre an. Ich will hier nicht grau vom Platz fahren, bitte. Also seid mutig und kommt dran, bitte. Danke. Okay, ganz wichtig sind natürlich diese freien Medien. Dazu gehört natürlich auch die Wissensmanufaktur. Dazu gehört auch Free 21. Dazu gehören auch natürlich wichtige Internetportale. Also ich mache jetzt keine Werbung für ein spezielles, aber ich zähle mal so ein paar auf, die ich auch ab und zu lese. Wobei ich auch immer sagen muss, man muss auch dort ein kleines bisschen vorsichtig sein, was geschrieben ist. Ich denke, wir sollten alle nicht alles als bare Münze nehmen. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir zu einem und demselben Sachverhalt einfach auch mal ein paar verschiedene Sichtweisen dargestellt bekommen. Und das ist eigentlich in unseren GEZ-finanzierten Medien oder alle die bei Reuters abschreiben, komischerweise keine Vielfalt. Es ist so, wir können 100 verschiedene Zeitungen lesen oder 20 verschiedene Nachrichtenformate uns anschauen und bekommen immer bloß die gleiche Botschaft. Und das ist ein bisschen einseitig, damit werden wir ja auch in gewisser Weise geführt, man könnte auch sagen verführt. Und um dem entgegenzuwirken, ist es halt wichtig, auch ein paar alternative Medien mal zu konsumieren. Dazu gehört zum Beispiel bei mir, ich schaue immer MM News, ich schaue immer hartgeld.com, ich schaue immer die deutschen Wirtschaftsnachrichten, IK News von den Infokriegern, und ich danke auch natürlich von dieser Stelle, auch wenn mich wahrscheinlich die entsprechenden Leute nicht hören, allen Whistleblowern. Und das ist ja wichtig, ne, wenn man das mal erkennt, was zum Beispiel mit dem Snowden passiert. Er wollte, dass sich die Geheimdienste an US-Recht halten und hat veröffentlicht eben Papiere, die beweisen, dass es nicht so ist. So, und jetzt ist er natürlich angeklagt. Nicht diejenigen, die sich nicht an Gesetze halten, sondern er ist noch immer in Russland. Keiner weiß, wo er ist. Er fürchtet um einen Prozess, um einen gerechten Prozess. Und das wird uns alles als Rechtsstaatlichkeit verkauft. Bitte konsumiert ein paar von diesen Medien. Interessant ist zum Beispiel auch für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, da gibt es zum Beispiel RT, es gibt die Stimme Russlands, das ist alles auf Deutsch. Ich schaue zum Beispiel auch gern mal zum Beispiel Format AT, das ist ein österreichischer Kanal. Österreich zeichnet sich dadurch aus, natürlich schreiben die in Deutsch, aber die sind zwar in der EU, nicht aber in der NATO und haben da ein paar andere Gesichtspunkte zu dem ganzen Weltgeschehen. Interessant ist natürlich, sind auch Schweizer Medien, die neuesten Züricher Zeitungen zum Beispiel, die natürlich weder in der EU noch in der NATO sind. Und da kriegt man schon wieder ganz andere Mitteilungen und ganz andere Sichtweisen. Und es gibt zum Beispiel auch China German, also eine chinesische Nachrichtenagentur, die auf Deutsch schreibt. Und es gibt zum Beispiel aus dem arabischen Raum auch German IRIB. Das ist eine iranische Nachrichtenagentur, die ebenfalls auf Deutsch schreibt. Und wer da einen kleinen Ausflug macht, ne, über so ein paar verschiedene alternative Medien, die einfach die gleichen Geschehnisse aus einem anderen Blickwinkel uns auch darstellen und sogar so frei sind, das auf Deutsch uns zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich eine Frage,
anschließend könnt ihr euch selber vielleicht ein kleines bisschen eine Meinung bilden, weil 20 verschiedene Zeitungen, die dem Mainstream angehören, die im Prinzip alle genau das Gleiche schreiben, das ist keine Meinungsvielfalt. Dazu kann ich sagen, Kompliment an Herrn Meiser. Das war der Einzige damals, der in seiner Sendung sogar viermal den Namen meines Vaters genannt hat. Mutig, mutig, kann ich nur sagen.